Während Patrick das Herz blutet, lassen zwei kleine Jungen die Herzen ihrer Mütter höher schlagen. Die Namen der Nachwuchscharmeure: Leander und Nelson. Ich will die Flasche, ich hab Hunger. Ja, boah, große Hunger. Hast du nicht zum Essen bekommen? Ja, du machst es sehr gut. Mit der Grantik und Dinge. Am Schreien her sind sie so, dass Die Mido tut sich am Anfang war es schwer für sie, in der Mutterrolle hineinzuschlupfen, glaube ich. Aber jetzt momentan ist es schon gut, sie macht es super. Muss ich ehrlich sagen, sie schaut schon und ja, sie hat einfach dieses Gespür, aha, jetzt könnte er Hunger haben oder Dings. Ne? Also, sie macht es gut. Das ist eine tolle Mama. Hm? Das hat eine tolle Mama ausgesucht. Hm? Papa auch. Hm? Jungpapa Alexander ist nach wie vor bei Midos Vater Benno in der Lehre. Und wie geht's aus? Wie schaut's da aus? Mit der Mido? Eigentlich passt alles. Kleines, gesund, Mido auch. Entwickelt das sich gut, ja? Ja, es ist jetzt schon riesengroß. 7 Kilo wiegt er jetzt schon circa. 7 Kilo? 7 Kilo. Wahnsinn. Wenn du einen Bauch legst und so, dann schaut er schon durch die Gegend. Dann kannst du was hinlegst, dann spielt er schon damit und so. Hallo. Noch nicht ganz, aber bald kommt es klar. Der Leander kann manchmal, also er hat schon zweimal jetzt Hallo gesagt oder sowas ähnliches halt jetzt probiert. Und ja, also wenn man ihn auf seine Hände so ein bisschen zieht, dann kann er schon sitzen. Und wenn man ihn ein bisschen hochzieht, dann will er auch schon stehen. Dann mag sich, glaube ich, gleich aufstehen schon. Super! Sehr gut! Ich bin sehr stolz auf Leander, weil er ist total lieb und ja, er schaut total aus wie der Xandi. Und ja, ich finde es halt einfach süß, dass er so viel schon kann. Sehr gut! Früher einmal gab es auch in dieser Familie Konflikte. Doch die sind seit der Geburt des gemeinsamen Kindes wie weggeblubbert. Aus dem wankelmütigen Alexander ist nicht nur ein liebender und pflichtbewusster Papa geworden, er hat sich auch in der Arbeit vom Müßiggänger zum Musterschüler entwickelt. This must be underwater love. Ah, machst du das Goldfisch-Aquarium? Super! Ja, das war so nackig. Ja, so dekoriert ist eh viel besser. Super schaut das aus, ja? Ja. Der große Goldfisch. Was gibt's noch rein? Gibt's noch ein paar Wurzeln rein? Ja, kann man noch reingehen. In der Arbeit hat sich der Alex total verbessert, weil seitdem wir da mit der Arbeit umgezogen sind und er mir geholfen hat, das Ganze aufzubauen, das hat ihm richtig Spaß gemacht, ist er richtig aufgegangen. Und irgendwie hat ihm vorher was gefehlt und das ist jetzt alles super. Also stellt sich total gescheit an jetzt. Ja? Du hast dich gut entwickelt, Alex, muss ich sagen. Ja. Echt? Nicht schlecht, ja? Wenn er mich so lobt, freue ich mich schon, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Das ist ganz was Neues. Ja. Das war mal anders. Ordentlich die Scheiben putzen, ja. Vor allem unten auch. Wie er erfahren hat, dass der Alex der Vater ist, da war er schon ziemlich angefressen, weil er sich das, glaube ich, nicht vom Alex gedacht hat, dass der überhaupt irgendwas zusammenbringt, weil er in der Arbeit auch nichts zusammenbringt. Schwiegersöhnchen, ja. Du kennst das oben, das Aquarium noch fertig machen, das ordentlich putzen, Schlauch wegräumen und so, und hinten stehen wir auch oben und so. Ja. Das sind alte Geschichten. Jetzt braucht man dem Lehrling nichts mehr anzuschaffen. Mittlerweile bin ich am Alex eigentlich sehr stolz, weil er eigentlich alles gut auf die Reihe kriegt. Und vor allem, weil ich mir das eigentlich bei ihm nie erwartet hätte. Schauplatzwechsel. Mido und ihre kleine Familie sind auf dem Weg zu Midos Großeltern. Die hatten einst wegen Midos Schwangerschaft den Kontakt zur Enkelin abgebrochen. Doch das ist zum Glück lange her. Mittlerweile ist die junge Familie immer sehr willkommen. Das ist eine Überraschung. Hallo. Ihr seid das, das hätte ich nicht geglaubt. Servus. Servus, Alexander. Ja. Ja, und du? Du bist ja die Hauptperson. Servus. Ja, kommt's rein. Kommt's gleich rein. Mhm. Der Opa wird schauen. Es ist ein paar Tage her, da wollten wir sie zum Mittagessen einladen. Da haben sie aber leider absagen müssen, weil der Leander Fieber gehabt hat. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass Sie jetzt überraschend doch gekommen sind. Ewald! Ja, bitte! Schau, wer da ist! Schau. Wer ist? So eine Überraschung! Schau, wer da ist! Ja, servus! Schau.
das Verhältnis zu meinen Großeltern ist jetzt sehr gut. Dadurch, dass der Leander jetzt da ist und wir viel mehr Kontakt haben und der Alex jetzt auch da ist, weil ich weiß nicht, wir verstehen uns einfach alle jetzt viel besser. Seit der Leander auf der Welt ist, ja, und dass das Verhältnis jetzt wieder so gut ist, wie es einmal war, wie die Kinder noch klein waren. Dass das Verhältnis wieder stimmt, ist vor allem Diplom-Hebamme und Young Mom-Leiterin Ushiram Hofer zu verdanken. Sie hat den früheren Familiendisput erfolgreich geschlichtet. Also ich denke, dass meine Großeltern den Kontakt abgebrochen haben, weil die mich vorher schon nicht so gemocht. Also ich weiß nicht, ob sie mich nicht gemocht haben, aber sie waren ein bisschen gegen mein Aussehen und so. Und das, ja, dass ich jetzt schwanger bin, das war wahrscheinlich doch zu viel für die. Und deswegen, ja, die verstehen das halt gar nicht, weil sie so katholisch sind. Ja, es geht ja darum, die kaum die Schule ab, ja. abgehackt, ja. Auf der anderen Beruf Seite. Statt einen Beruf irgendwie zu erlernen. Ich persönlich bin gegen solche Sachen, denn mit 15 Jahren muss man nicht unbedingt Mama werden. Denn es geht ja nicht nur um das Kinderkriegen, sondern wie wird die Situation nachher sein. Und wie das Ganze, diese Situation weitergehen wird, kann ich mir ja nicht vorstellen. Die Tochter ein Baby, die Mutter ein Baby. Die moderne Lebensweise der Jugend ist heute für uns sehr, sehr schwer verständlich. Wir sind in so einer anderen Zeit aufgewachsen, wir haben ganz andere Wertvorstellungen. Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Am Anfang war es für mich furchtbar schwer, dass ich mich als Uropa erst bezeichnen muss oder soll, ja. Aber man gewöhnt sich an diese Situation und jetzt kann man sagen, bin ich ein glücklicher Uropa. Also wenn ich meinen Urenkel nicht mehr sehen dürfte, das wäre schon sehr schlimm. Überhaupt, wo ich Kinder sehr, sehr gern habe, am liebsten noch mehr Kinder gehabt hätte, als ich jung war. Und bin doppelt froh, dass ich es jetzt laufend sehen kann, beobachten kann, wie es wächst, wie es sich entwickelt. Wir sind jetzt auch froh, dass wir so viel Kontakt zu euch haben, wegen Leander auch. Dass ihr seine Urgroßeltern auch kennenlernt. Richtig gescheit, gell, Leander? Hm? Wir freuen uns auch, dass wir jetzt nicht nur Großmutter und Großvater, sondern Urgroßvater und Urgroßmutter sind. Es ist schon toll, das zu erleben. Das ist schon sehr viel wert, dass wir den Kontakt halten, weil ein Kind braucht auch viele Verwandte, sag ich jetzt einmal. Ich habe nicht sehr viele Verwandte gehabt. Das ist schon schön, wenn man immer irgendwen hat. Also du bist halt jetzt auch unser Enkelsohn und das freut uns besonders. Und ich muss sagen, wir haben dich wirklich alle, beide, die Helga und ich auch, wirklich ins Herz geschlossen. Und irgendwie, wenn irgendwas ist, kannst du zu jeder Zeit kommen und anrufen oder kommen oder wie auch. Und deine Sorgen halt bei uns ablaufen. Also ich bin sehr froh, dass der Alex so gut in unsere Familie integriert worden ist, weil meine anderen Ex-Freunde waren nicht so beliebt. Ja. Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn die Großeltern sagen, dass ich zur Familie gehöre. Weil ich habe meinen Opa zum Beispiel nie gekannt und so, meine Oma auch nicht. Der Alexander ist sehr nett, sehr offen. Wir können sehr gut mit ihm reden. Und seit die Mido mit ihm ständig beisammen ist, habe ich das Gefühl, dass auch sie gesprächiger wird, offener. Und ja, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit den beiden jetzt ein gutes Verhältnis haben. Zurück ins Wohnzimmer von Midos Großeltern. Mido, hast du was von der Uschi gehört? Weil wir haben eigentlich so viel zu verdanken. Und sie war auch unheimlich sympathisch für uns und hat so lieb gesprochen. Und sie hat uns ja eigentlich wieder zusammengebracht. Ja, das stimmt. Wir erinnern uns an das erste Wiedersehen von Mido und ihren Großeltern nach sehr langer Zeit. Servus, Mido. Hallo. Du hast uns so einen lieben Brief geschrieben. Dürfen wir reinkommen? Sicher. Ich habe mir gewünscht, dass meine Großeltern herkommen. Und wie ich dann die Tür aufgemacht habe, da war ich schon zuerst ein bisschen verwundert, dass sie wirklich herkommen sind, weil das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht, dass sie den Schritt machen und wirklich herkommen, um mit mir zu reden. Es ist auch für uns, wir müssen uns da schon an der Nase nehmen und versuchen eben zu verstehen, dass die Zeiten ganz anders ist, dass heutzutage so ein Baby nur mal als Geschenk betrachtet werden soll und nicht mehr als Schandfleck, wie es früher einmal war zu unserer Jugendzeit. Ne? Das ist ja wieder schön, dass das heute so ist. Ich fühle mich jetzt schon besser und beruhigt, weil der Kontakt zu den Enkelkindern doch wieder hergestellt ist. Und das hat mich schon sehr gekränkt und betroffen gemacht.
Es war schön, dass Sie, dass wir uns jetzt ausgesprochen haben und ich glaube, es wird ganz gut jetzt weitergehen. Das sollte man es dir irgendwie erkenntlich zeigen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie in der Schokolade oder so das Pralinen so beschenken. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Das ist vielleicht zu wenig persönlich. Aber du kannst doch so gut zeichnen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich immer deine Bilder bewundert habe. Vielleicht malst du ja ein Bild. Also ich und Alex werden der Uschi jetzt ein Plakat malen, weil ich mir denke, dass sie sich darüber freuen wird, mehr vielleicht als über gekaufte Sachen, weil es viel persönlicher ist und man leicht drauf malen und schreiben kann, was ich für sie, also was ich empfinde. Die Mido war schon immer eine sehr gute Bastlerin und Zeichnerin. Ich habe schon als Kind immer ihre Werke bewundert. Und darum finde ich die Idee sehr gut, wenn sie sich bei der Uschi dankbar zeigen will, dass sie nicht irgendetwas kauft, sondern als persönliche Gabe ihr eben ein Plakat malt. Vielleicht kannst du auch ein paar Fotos draufkleben. Ich glaube, ich habe noch ein paar Fotos. Das wäre super, wenn du jetzt. Geh, Ewald, sei so lieb. Ja. Kannst du schauen? Ich glaube, dort oben liegen noch Fotos. Wer schreit, wenn ich dir zu brav? Ja, da ist was. Punkto Uschi muss ich dazu sagen, ihr können wir eigentlich verdanken, dass dieses Verhältnis, das getrübte Verhältnis, jetzt wieder in normale Bahnen gelangen ist. Ja. Wir waren ja nicht böse aufeinander, das nicht, aber wir hatten praktisch keinen Kontakt. Und so sind wir der Uschi dankbar und freuen uns auch, weil scheinbar auch die Mido jetzt froh darüber ist, dass der Kontakt wieder da ist und dass wir uns relativ oft sehen. Meine Dankbarkeit zu Uschi ist schon sehr groß. Da ist doch ein selbstgestaltetes Plakat genau das Richtige. Dass du so kreativ bist, wussten wir ja gar nicht, Mido. Wer weiß, vielleicht wird aus der kleinen Mido mal eine große Künstlerin. Midos Jungs Alexander und Leander helfen selbstverständlich mit vollem Körpereinsatz. Na, wenn ihr da unserer Friedensbotschafterin Uschi keine Freude bereitet. Also ich denke schon, dass die Uschi sehr gehofft hat, dass wir uns so gut mit meinen Großeltern vertragen. Und ich habe mir erlaubt, ein kleines Streifer ihr zu geben und sie zu bitten, das dazu zu kleben, damit die Uschi auch weiß, dass wir ihr genauso dankbar sind. Jetzt fahren wir dann zur Uschi. Dann werden wir das Plakat geben. Die wird dann sicher sich freuen, ja, hoffentlich. Sie wird sich sicher freuen und uns umarmen oder ja, sie wird sich einfach sehr darüber freuen, denke ich. Unterdessen kommen Mido und Alex im Haus Lena an, wo sie Uschi überraschen wollen. Also wir gehen jetzt ins Haus Lena und tun die Uschi überraschen. Und ja, wir bringen ihr das selbstgemachte Plakat vorbei. Hoffentlich freut sie sich, oder? Wie freut sie sich? Hallo! Hallo Mido, sag! Hallo! Wo kommt sie denn jetzt her? Hallo! Grüß dich! Wir wollten dich besuchen kommen. Hey, das finde ich mal zeigen. Hallo! Leander, hey! Ja, wenn wir reinkommen sind, war es schon überrascht. Also ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie mich besuchen, weil ich jetzt doch schon lange nichts mehr von ihnen gehört habe. Sie hat sich gefreut. Das hat man gesehen. Mido, erzähl mir bitte, wie es dir gegangen ist jetzt so in diesen letzten Monaten. Oder auch euch, dich frage ich eigentlich auch. Ja, es ist eh gut gegangen. Es war am Anfang sehr schwierig mit Aufstehen und so. Aber schick, ja, es ist jetzt geht der Schlaf durch und total brav. Und euch zwei, wie geht's euch miteinander? Ja. Habt ihr euch zusammengefunden? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt wohnen wir auch schon zusammen. Wirklich? Mhm. Das ist toll. Siehst du, das hat doch nur ein bisschen Zeit gebraucht. Ja. Ja, wir wohnen jetzt zusammen. Mehr oder weniger, gell? Naja, schon. Sie wohnen zusammen, also sie haben das gut gemacht. Erst einmal eine Zeit lang bei der Mama zu wohnen, die Mido, mit dem Leander. Und dann so diesen Schritt zu ihrem Freund zu ziehen, den haben sie sich gut überlegt. Und den hat sie einfach auch erst gemacht, wie sie sich sicher gefühlt hat. Und so kann man ihnen nur Glück wünschen. Ja, ich glaube, das funktioniert recht gut, oder? Ja, Streitereien gibt, aber das ist, glaube ich, normal. Schwierig, aber ist auch schön, dass wir jetzt zusammen wohnen, eigentlich, mit meiner Familie sind. Jetzt müsst ihr mal erzählen, wie geht's denn deinen Großeltern? Ja, denen geht's super. Ja. Die freuen sich total, dass wir jetzt mit Leander so öfters vorbeikommen. Oh, prima! Dass sie sehen. Schön. Die sind total verliebt in Leander. Ja. Also ein bisschen stolz bin ich schon.
dass die Urgroßeltern quasi vom Leander einen guten Kontakt jetzt mit der Mido natürlich haben. Das freut mich ganz besonders für den Leander und für die Mido. Das ist Familie. Und Familie ist wirklich ganz was Wesentliches. Toll. Prima. Wir haben ein Geschenk für dich. Für mich? Ja. Ich krieg was geschenkt. Bist du ist das schön? Na Wahnsinn. Ist das lieb? Also das hat mich wirklich jetzt berührt und sehr gefreut. Ich bin ganz stolz drauf. Mido, danke. Das mit dem selbstkreierten Bild war eine gute Idee. Sowohl die Geberin als auch die Beschenkte strahlen bis über beide Ohren. Was mich richtig gefreut hat, da war ich gerührt, dass sich die Mido und der Alex überlegt haben, mich zu überraschen. Und also da haben sie eine liebe Zeichnung gemacht mit Fotos und dann auch so eine Grußbotschaft von den Urgroßeltern. Und das ist einfach etwas, was so richtig schön ist, weil das kommt auch vom Herzen. Also das kriegt einen Glasrahmen und ich hänge das auf. Boah, das Bild, ich... Sie hat sich schon sehr gefreut, das hat man gesehen. Mhm. Die ist... Ja, die Mühe war es wert. Aus allen Wolken gefallen. Also jetzt bin ich irgendwie ganz hin und weg. Sehr schön.